Wie groß ist das Versagen der Bundeswehr im Fall Franco A.? Bereits 2014 war der 28-Jährige, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, aufgefallen. Seine Magisterarbeit an einer französischen Militäruniversität wurde als extremistisch eingestuft. Doch weil sich Franco A. angeblich von seiner Arbeit distanzierte, wurde der Verdacht fallen gelassen. Keine Konsequenzen, ein Fehler innerhalb der Bundeswehr, sagen Kritiker. Bei Soldaten, die rechtslastig auffällig werden, sind die Vorgesetzten zwar durchaus entschlossen und melden schnell, aber die Aufarbeitung ist nicht entschlossen, nicht konsequent, sondern sie ist lahm und bürokratisch. Versandten Verdachtsfälle von rechtsextrem eingestellten Soldaten in der Truppe also zu häufig? Fragen, die die Bundeswehr jetzt unter großen Druck setzen und auch für Verteidigungsministerin von der Leyen unangenehm werden könnten. Denn Franco A. hatte sich nicht nur monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben, sondern wohl auch einen Anschlag geplant. Auf seiner Todesliste ebenfalls die Künstler des Zentrums für politische Schönheit, die mit ihren Aktionen wie hier vor dem Reichstag auch für die Rechte von Flüchtlingen kämpfen. Als das LKA uns kontaktiert hat, haben wir gedacht, okay, jetzt ist es soweit, das ist eine neue Eskalationsstufe in dieser Auseinandersetzung zwischen quasi Rechtsextremen und Menschenrechtlern. Das Innen- und das Verteidigungsministerium wollen nun untersuchen, warum Rechtsextremisten wie Franco A. über Jahre ungehindert in der Bundeswehr agieren konnten.